Weite Reise für den HC Orlis Neumo. Die Tschechen müssen auswärts in Dornbirn ran. In der Nachbetrachtung sollte sich diese Fahrt nicht lohnen. Nach exakt 11 Minuten erzielt Brody Reed nach der Vorarbeit von Delvis das 1:0 für die Vorarlberger. Weitere Treffer gibt es im ersten Abschnitt nicht. Umso unterhaltsamer ist das, was danach folgt. 23. Minute. Haberl mit dem Abschluss. Stefan Häusle kommt zum Rebound. Das 2:0 für die Bulldogs. Noch in derselben Spielminute Rasker zu Patrick Novak. Der Anschlusstreffer fürs Neumo. Und nicht einmal eine Minute später folgt wiederum die Antwort der Vorarlberger. James Anil zu Schigerpanze. 3:1 für den DEC. Danach gibt es für 5 Minuten eine Art Ruhepause, zumindest was Tore betrifft. Dann kommt aber erneut Schigerpanze zum Abschluss. Das 4:1 für Dornbirn in der 29. Spielminute. Es dauert 40 Sekunden, bis die Dornbirner Fans erneut jubeln dürfen. Dustin Silvester mit dem Assist und Matthew Fraser mit dem Tor. 5:1, der neue Zwischenstand. In der 33. Minute gibt es auch von Snoimo wieder ein Lebenszeichen. Jan Lattner mit dem Zuspiel und Radim Matusch verwertet das zweite Tor der Tschechen. Die Antwort der Bulldogs sieht so aus. Arnil zu Schigerpanze. Und der mit dem 6:2 für die Gastgeber. Die Dornbirner nutzen die Räume, die sich ihnen bieten, jetzt gnadenlos aus. Bereits im Schlussdrittel stellt Snoimo zumindest den 3-Tore-Abstand wieder her. Petr Mrázek trifft nach dem Assist von Jan Pohl. Aber auf der Gegenseite gibt es einen, der immer noch nicht satt ist. Schigerpanze mit seinem 4. Tor in diesem Spiel. Das 7:3 in der 47. Minute. Abgeschlossen haben die tschechischen Adler mit dieser Partie aber noch nicht. Radek Cip in der 52. Minute mit dem 4:7 aus Sicht der Gäste. In der 57. Minute schlägt dann auch noch Colton Yellowhorn zu. Tor Nummer 5 für Snoimo. In der Schlussminute ist Snoimo-Goalie Tomasz Hallas bereits vom Eis. Der hat im Mitteldrittel Marek Schwarz ersetzt. Dustin Silvester macht Sekunden vor dem Ende der MT-Netter das 8:5 für Dornbirn. Am Ende sind die Bulldogs der klare und verdiente Sieger eines 13-Tore-Spektakels gegen Snoimo. It was a great game for us. We got those 3 points that we said that we're gonna take this week. We had a pretty disciplined game. We were shooting to the net. We were trying to prevent turnovers and try to catch them on a wrong foot, and it worked. Maybe few goals too many in our net, but we're gonna fix that for tomorrow. First 11 minutes, we were a better team. We play what we want, but we didn't score a goal, and then we get a goal and. Then our game was bad. We didn't block the shots. We didn't play hard, and it was too late. We didn't play good.